Hallo liebe Leute und willkommen zum zweiten Teil der kleinen Serie zum Thema Rhythmus und Timing. Und nachdem im ersten Teil ja die Aspekte Notenwerte, Zählen und Klatschen im Vordergrund standen, geht es heute um das Umsetzen der unterschiedlichen Notenwerte im Wechsel, und zwar sowohl, ne, was das Klatschen, Sprechen betrifft, aber natürlich auch endlich auch am Instrument. Und damit legen wir auch gleich los. Und ich habe auch hier, ähnlich wie im ersten Teil, eine Basic- und eine Pro-Version vorbereitet. Und wir schauen direkt rein in die Basic-Version. So, und dann siehst du hier, ne, Notenwerte im Wechsel Basic. Und wenn du dir die Notenwerte anschaust, so erkennst du, ne, im ersten Takt ist eine ganze Note, dann kommen zwei halbe Noten, dann kommen Viertel-, Achtelnoten und ab Takt 5, ne, wieder Achtelnoten, Viertelnoten, halbe Noten und eine ganze Note. Also das heißt, von der ganzen Note verkleinern sich die Notenwerte bis zur Achtelnote und dann vergrößern sie sich wieder bis zur ganzen Note. Und wenn du die Noten mal genau anschaust, so erkennst du, dass die Notenköpfe entweder, ne, so eine Art Diamond-Form haben oder eben nur so ein Schrägstrich sind. Das bedeutet, die Tonhöhe ist in dem Fall frei wählbar. Also, ne, du musst ja jetzt nicht ein H spielen, nur weil das irgendwie auf der H-Linie notiert ist, sondern du kannst da, ne, beliebige Töne spielen. Du kannst auch Tonwechsel spielen. Du kannst auch eine Tonleiter wählen als Tonmaterial. Ne? Also ich möchte damit einfach nur sagen, okay, Tonhöhe ist sozusagen frei wählbar. So, diese Übung sieht auf den ersten Blick ein bisschen unscheinbar aus, aber eine Sache, auf die wir super achten müssen, sind hier, ne, diese Pausen bei diesen Takten mit den Achtelnoten. Denn ich erlebe es immer wieder bei meinen Schülern, dass die auch dann mit dem Rhythmus oft mal ein Problem haben, wenn unvermittelt Pausen reinkommen, ne, ins Spiel. So, du spielst eine Linie, dann kommen irgendwann Pausen und dann geht es irgendwann weiter. Und diese Pausen korrekt zu zählen, ist gar nicht so einfach. Vor allem jetzt hier haben wir das halt auch schon bei den Achtelnoten. Ne, du hast hier 1 und 2 und dann haben wir auf 3 und 4 und eine Pause. Aber, ne, wenn du das spielst, eins und zwei und ist diese Zählzeit 3, die kommt sehr schnell dahinter sozusagen. Und da passiert es nicht selten, dass man oft diese dritte Zählzeit viel zu spät sozusagen spürt. Also da müssen wir wirklich drauf achten und sehr aufmerksam sein. Okay, so, wir klatschen jetzt erstmal diese Übung. Und im Anschluss daran spielen wir es auf dem Instrument. Aber wir klatschen das jetzt erstmal zusammen mit dem Metronom und wir stellen wieder ein Tempo 60, würde ich mal sagen. Ne, also es ist ganz, ganz wichtig, dass du das mit dem Metronom zusammen machst und wirklich auch sehr exakt versuchst, die Zählzeiten mit dem Klick hier zusammenzubringen. Okay, Tempo 60. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ne, auf den ersten Blick wirkt das gar nicht so schwer, aber versuch wirklich super, super exakt, ne, das Klatschen synchron mit dem Metronom auch hinzubekommen. So, jetzt spielen wir das Ganze einmal auf dem Saxophon und ich spiele das Ganze auf einer Tonhöhe. Ich spiele Tenor und wähle mal ein F2 als Tonhöhe. Die Altisten können ein C, ne, ein mittleres C, ein C2 spielen, ne, dann klingt es identisch. Und ich spiele jetzt einmal diese beiden Zeilen. So, erstmal das Tempo anhören und auch, ne, verinnerlichen, ein bisschen spüren. Okay, und jetzt wird eingezählt und dann geht es los. 1 und 2 und 3 und 4. Thank you.
So, hier kannst du gerne auch das Tempo variieren. Ne? Du kannst auch hingehen, kannst sagen, okay, wir spielen das mal viel, viel schneller auf Tempo, ja, 92. Versuch trotzdem, ne, höchste Priorität, sehr exakt mit dem Metronom zusammen zu sein. Erstmal Tempo auffassen, verinnerlichen. 1, 2, 3. Jetzt schauen wir einmal in die Pro-Übung rein und ne, da erkennst du, die ist aufgeteilt in zwei Teile. Im ersten Teil liegt der Fokus auf Viertel, Achtel und Sechzehntel und auch hier haben wir wieder diese Pausen, ne, wo wir schauen müssen, dass wir super exakt die Pausen auch einhalten und im B-Teil, der B-Teil ist ja sehr anspruchsvoll, da haben wir quasi eine Verkleinerung von Vierteln über Vierteltriolen, Achtel, Achteltriolen, dann wieder auf Achtel, Vierteltriolen und Viertel. Besonders dieser Wechsel von diesem Triolen-Feel oder von diesem, ne, Triolen-Denken in das Achteldenken, diese geraden Achtelnoten, das ist gar nicht so einfach. Deswegen als Tipp, ne, wenn du im zweiten Takt schon diese Vierteltriolen spielen musst, denke im ersten Takt bei den Viertelnoten innerlich schon die Triolenachtel. Ne? Dann kannst du besser sozusagen im zweiten Takt dann auf die Vierteltriolen wechseln, ne? Wobei ja jede Vierteltriole ist so lang wie eine Achteltriole. Das kann man hier auch, warte mal, ich versuche das mal hier noch reinzuschreiben, dass man das ein bisschen besser erkennen kann. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ne? Also die sind immer so lang wie zwei Achteltriolen. So, und wenn man das jetzt hier noch gescheit verbindet, dann kann man das so ganz gut erkennen, wie das dann aufgeteilt ist. Deswegen macht es Sinn, im ersten Takt bei den Viertelnoten innerlich schon sozusagen die Triolenachtel zu denken. So, ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden. Da ist ein bisschen viel gekrakelt, aber ich glaube, man kann es erkennen. So, und das heißt, ne, in die Achtel kommt man dann hier erfahrungsgemäß, ja, das geht einigermaßen, kommt man ganz gut rein. Dann, wenn du hier diesen Übergang hast von Achtel nach Achteltriolen, heißt es quasi, dass du in diesen beiden Pausezählzeiten innerlich schon die Achteltriolen denkst, weil dann hast du einen guten Übergang hier in die Achteltriolen rein. Und genauso hier, ne, wenn du hier von den Achteltriolen wieder zurück auf die normalen Achtel gehst, denkst du auch hier in der Pause schon wieder die Achtelnoten, ne, dass du einen guten Wechsel hast. So, und am Ende, ganz schön viel denken in dieser Übung, und am Ende hier an diesem Punkt, ne, denke ich natürlich auch schon wieder Achteltriolen, um hier einen guten Wechsel in die Vierteltriolen zu haben. So, aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Übung. Ich möchte dir aber trotzdem hier an dieser Stelle vorspielen. Okay, wir machen das erst einmal wie gehabt, dass wir es klatschen und wählen als Tempo ein relativ langsames Tempo, ne, weil wir haben 16 und die müssen wir präzise machen. Wenn wir da ein Tempo 90 anfangen, das macht keinen Sinn. Also kann man probieren, aber die Erfolgsaussichten sind nicht so gut. Ich bin jetzt hier einmal in Tempo 52. Ich klatsche einmal den A-Teil. Ne, erst nochmal Tempo verinnerlichen. Sehr viel langsamer als das, was wir eben hatten. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und
Und zwar spiele ich jetzt auf dem Tenorsaxophon ein G2, also ein hohes G. Die Altisten können gerne ein D2 spielen. Erst nochmal das Tempo verinnerlichen. Eins und zwei und drei und vier. Schauen wir jetzt in den B-Teil. Und ja, ne, hier müssen wir ordentlich sozusagen schon hin und her denken mit den Triolen. Deswegen zähle ich eventuell schon so ein bisschen vorausschauend, ne, binäre Achtel oder Triolenachtel. Also da jetzt nicht erschrecken, nur dass man das ein bisschen besser sozusagen verinnerlichen kann. Okay, los geht's. Gleiches Tempo. Eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und dreierlei, viererlei, einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei, eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und dreierlei, viererlei, einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei, einerlei, zweierlei, drei und vier und eins. Zwei und drei und vier und eins und zwei und dreierlei, viererlei, einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei, eins und zwei und drei und vier und. So, auch das spiele ich jetzt auf dem Tenorsaxophon. Wir bleiben beim G2 als Note. Und ne, ich hoffe, das hat dich eben nicht zu sehr verwirrt, dass ich beim Zählen immer so hin und her gewechselt habe zwischen binären Achteln und Triolenachteln. Aber das hilft einem, ne, gerade diese Wechsel gut nachzuvollziehen. Und diese Übung ist auch alles andere als leicht. Das ist wirklich schon eine sehr anspruchsvolle Übung. Okay, einmal auf dem Tenorsaxophon auf G2. Altisten spielen D2. Erstes Tempo verinnerlichen. Eins und zwei und drei und vier. So, das war also die Pro-Übung, Notenwerte im Wechsel. Und die ist im zweiten Teil, wie gesagt, schon sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn du da den Buchstaben A mit Viertel, Achtel und Sechzehntel Noten spielen kannst, das ist schon richtig gut. Der Buchstabe B ist wirklich, ne, sehr, sehr schwer schon zu spielen. Okay, das war's also mit dem zweiten Teil der Miniserie Rhythmus und Timing. Und ich hoffe, die Übungen haben dir ein bisschen gefallen. Schreibe mir gerne eine Rückmeldung in die Kommentare. Die entsprechenden Übungen findest du im Workbook zu dieser Miniserie. Download-Link in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, so lasse gerne ein Like da und vielleicht auch, falls noch nicht geschehen, ein Abo. Ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns wieder im dritten Teil dieser Miniserie. Dort erwartet dich auch eine sehr wichtige, wie ich finde, Übung, wenn nicht sogar die wichtigste Übung überhaupt in dieser Miniserie. Also, wir sehen uns im dritten Teil. Bis dahin und schöne Grüße.